Am 11. November erteilte der Deutsche Handballbund die Aussetzung des Spielbetriebs in der dritten Handballliga bis Ende des Jahres mit. Der vorangegangene Beschluss galt bis zum 15. November und wurde aufgrund der aktuellen Corona-Infektionszahlen bis zum 31. Dezember verlängert. Die Entscheidung betrifft insgesamt 131 Mannschaften, darunter auch die Handballherren der Mecklenburger Stiere. Geschäftsführer Patrick Bischoff bewertet die Entscheidung des DHBs positiv. Es hilft uns überhaupt nicht, scheibchenweise zu arbeiten, eine Woche spielen, dann wieder prüfen, dann wieder spielen. Von daher finden wir das richtig zu sagen, wir machen jetzt bis 31.12. erstmal einen Cut, setzen die Saison aus, überprüfen alle unsere Hygienekonzepte nochmal, entwickeln eine Strategie, wie wir am 9. Januar zum Spieltag wieder starten können und schauen uns das dann gemeinsam an. Das ist, glaube ich, der große Konsens zwischen allen Vereinen und von daher folgerichtig vom DHB entschieden. Ein geregelter Spielbetrieb, auch ohne Zuschauer, könnte laut Bischoff ab November eine echte Alternative zum ungewünschten Saisonabbruch sein. Fakt ist, die Vereine brauchen den Wettkampf. Ohne die Corona-Hilfen der Stadt und des Landes, und in der letzten Woche ist uns gerade die Billigkeitsleistung zugesagt worden in Höhe von 170.000 Euro, würden wir es nicht schaffen. Das muss man ganz klar sagen. Unsere Sponsoren stehen zu uns. Die jetzt dabei sind, haben auch hohes Verständnis für die Situation. Nichtsdestotrotz, ohne Spielbetrieb macht das Ganze keinen Sinn. Wir brauchen also den Wettkampf, wir wollen den Wettkampf und wir müssen in einen geregelten Ablauf kommen. Bis zur nächsten Woche legen die Stiere auch freiwillig den Trainingsbetrieb auf Eis. Die Zeit nutzt der Verein, um gemeinsam die eigenen Hygienekonzepte anzupassen. Zur Diskussion stehen zum Beispiel mögliche Teststrategien. Der DHB plant ab dem 9. Januar den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, sofern die Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt.